Gestern hieß es noch, hoch die Hände, Wochenende, und heute heißt es Supermarkt Samstag bei ProbierTV. Heute mit einem Bier aus Vorarlberg. Was das für ein Bier ist und vor allen Dingen, wie es schmeckt, das ist immer das, was wir nach dem Intro klären. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid, und damit herzlich willkommen im Wochenende, und damit heißt es auch Supermarkt Samstag hier bei ProbierTV. Und ich habe heute ein Bier, das hat mir mein Biersommelier-Kollege Dominik aus Vorarlberg zugeschickt und ist für mich auch die einzige Quelle, wie ich an Biere der Brauerei Egg komme. Also nicht vergessen oder nicht verwechseln mit Eggerbier, Brauerei Egg aus Egg in Vorarlberg, ja. Und bekannteste Bier aus dieser Brauerei ist wohl das Wälder Spezial. Spezial habe ich ja auch mal gelernt bei einem unserer Live-Tastings. Je westlicher man im Lande Österreich kommt, desto eher entspricht das Spezial so dem, was man gemeinhin als Export kennt. Und das Wälder ist so ein Spezialbier. Und jetzt hier das Keller. Und das ist in Wahrheit vermutlich einfach die unfiltrierte Variante desselben Biers. Und genau soll es ja auch sein. Was ich sehr lustig finde, ist hier, sie schreiben hinten drauf, schmeckt auch im Erdgeschoss. 5,6 Volumenprozent Alkohol sind versprochen. 11,4 Plato, zu den Bittereinheiten schweigt man sich aus. Auch zu den meisten Inhaltsstoffen. Das Einzige, was ich hier drauf finde, ist, dass Gerstenmalz drin ist. Der Rest ist dann Wasser, Hopfen und Hefe, nehme ich mal an. Aber welcher Hopfen da drin ist, wir werden es nicht erfahren. Schöne Bottle Cap von der Brauerei Egg. Und dann lasst es uns einfach mal angehen. Und das hat schon sehr viel Gutes in der Nase. Ich mag das ja mal, wenn man die Flaschen aufmacht. Wir hatten das auch gestern wieder am Donnerstag beim Live-Tasting gehabt. Machst du eine Flasche auf und da fliegt dir dann so eine Aromenwolke entgegen, die dann nachher sich nicht unbedingt zwangsläufig in der Nase wiederfindet. Aber gerade wenn man so Flaschen aufmacht, da ist dann offensichtlich noch so ein fetter Boost drin. Ja, eine schöne, goldgelbe, nahezu ungetrübte Farbe. Ich muss ja auch ein bisschen schauen. Da noch irgendwo ein bisschen Bodensatz finde. Ein Kellerbier mag ich ja doch eigentlich ein bisschen Trübung haben. Und ich soll jetzt nicht an mir liegen. Es stand irgendwo auch, dass man das aufschütteln darf. Aber okay, also da ist jetzt nichts mehr in der Flasche drin. Naja, okay, ja, na gut, schau mal. Es lohnt sich manchmal doch ein bisschen einzustecken. Also wir haben jetzt hier die saubere Trübung hingekriegt. Ein schönes, helleres, goldgelbes Bier. Ein bisschen gröberer Schaum obendrauf. Nicht so intensiv, haftet auch, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, haftet auch eher mittelprächtig hier am Glas. Kohlensäure war, als ich noch reinschauen konnte, dann doch recht lebhaft, aber jetzt sieht man da dann doch wenig. Von der Kompaktheit her auch, schau mal, jetzt fängt er am Glas zu hängen. Na gut. Wir haben eine sehr schöne hefige Note. Das Ganze doch eher ein bisschen malzdominierter. Bisschen kräutrig, ganz leichte, süßliche, ein bisschen karamellige Noten, kräutriger Hopfen. Ja, würde sagen, sehr zum Wohl. Cheers. Wo fangen wir denn an? Ich glaube, manchmal haltet er mich für völlig bescheuert, weil ich so, aber ich muss dann also die ersten Eindrücke sortieren, weil es ja auch für mich das erste Mal ist, dass ich dieses Bier trinke. Und so, und was fange ich jetzt an? Es hat eine schöne Hefenote, was ja durchaus für ein Kellerbier nicht außergewöhnlich ist, aber ich finde es außergewöhnlich, dass sie dann gleich vom Anfang so doch sehr präsent mit durch die Tür fällt. Sehr, sehr malzdominiertes Bier. Aber es hat so einen säuerlichen Unterton, der auch in Verbindung mit so einer ganz dezenten Zitrusnote daherkommt. Und das macht das Bier einfach unheimlich frisch. Ich finde das sehr lustig. Es ist ein bisschen untypisch für Kellerbiere, also nicht die Zitrusnote, aber diese dann doch sehr
kräftige Frische, so eine leichte Hopfenherbe im Hintergrund, schöne, ausgewogene, nicht zu intensive Bittere. Es ist ein toll balanciertes Bier, aber es wird eben sehr dominiert auch von dieser Hefenote und gefällt mir gut. Vor allem, dass es so frisch ist. Also es hat wirklich etwas, was sehr, sehr, sehr frisch ist und auch Erfrischendes in weiterer Folge. Ich finde, es ist relativ wenig würzig. Es hat einen schönen mittleren Körper, eine sanfte bis mittlere Grundsäure, das ist so unteres Spektrum, eine schöne, angenehme, süffige, glatte Textur. Und es wird hinten raus, finde ich, ein klein bisschen zitrusiger, kommt so leicht ein bisschen das Fruchtigere durch. Die Hefenote nimmt ein bisschen ab, es nimmt auch die Süße ein bisschen ab, es bleibt trotzdem malzig, getreidig, aber der Hopfen kriegt noch ein bisschen einen leichten Schub, dezente, herbe Noten, die dann auch durchaus länger am Gaumen hängen bleiben und sich dann so ein bisschen hinten rausziehen. Aber was dem Bier einfach bleibt, ist diese doch, finde ich, tolle Frische für ein Kellerbier. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, ist möglicherweise das Kennzeichen des Wälder Kellers aus der Brauerei Egg von Egger Bier. Aber davon haben wir ja zwei und das ist die aus Vorarlberg. Von Probiertv gibt es dafür 3,5 Punkte für das Wälder Kellerbier aus der Brauerei Egg. Und dann soll es für heute gewesen sein. Ich sage nochmal Danke an den Dominik, der mir dieses Bier im Zuge einer Bottle Shares zugeschickt hat. Und wir werden da noch viele Biere, glaube ich, in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren austauschen. Dann soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt alle ein Abo. Wenn nicht, dann könnt ihr da unten in der Ecke auf dem roten Knopf das Ganze noch nachholen. Und dann sehen wir uns morgen schon wieder beim sonntäglichen Bier. Was das sein wird, das werde ich morgen rausfinden. Bis dahin. Tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.